Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock. Nach der neuesten Umfrage habt ihr gewollt, dass ich mehr Minecraft mache. Und hier bin ich. Ihr seht schon im Hintergrund, da ist eine Menge aufgebaut. Und zwar möchte ich euch etwas über den Skalk-Sensor erklären. Das ist ein neuer Block, der in der 1.18 hinzugefügt werden soll und der momentan als, ja, als Beta-Test sozusagen drin ist im Spiel. Der funktioniert noch nicht ganz, das habe ich schon bemerkt. Es gibt einige Sachen, die mich auch ziemlich dabei nerven. Manche Sachen sind nicht so wichtig. Jedenfalls möchte ich euch darüber erzählen und auch erstmal, wie man den bekommt. Aber dazu erstmal nach dem Intro. Hier haben wir ihn also, den Skalk-Sensor. Und das ist ein ziemlich interessanter Block. Ich lasse mich mal fallen. Ihr seht, immer wenn ich mich bewege, kann der das als Funkwelle, als Schallwelle meine ich, so aufnehmen. Und dann wird er aktiviert. Dann gibt er auch Redstone-Signal aus. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Ihr seht da diesen hohen, sehr breiten Turm und ihr seht da diesen hohen, sehr schmalen Turm. Das sind zwei verschiedene Arten, wie man das benutzen kann. Und da habe ich das dann noch aufgebaut. Das zeigt einfach die insgesamte Reichweite von dem Teil. Jedenfalls kann das ganz viele Sachen bemerken. Und man kann es umgehen, indem man schleicht. Erstmal so. Ja, ich laufe herum, aber funktioniert nicht. Also wenn man schleicht, kann man das umgehen. Aber man kann damit ganz schön interessante Fallen bauen. Und ich fliege jetzt mal, das nervt ein bisschen. Man kann damit interessante Sachen bauen. Vor allem Fallen, weil man eben die Skalk-Sensor nicht einfach so sehen kann, wie zum Beispiel jetzt die Druckplatten oder Stolperdraht oder sonstige Sachen. Man braucht halt keine Command-Blöcke mehr. Dafür halt diesen Skalk-Sensor. Das ist die ultimative Möglichkeit, irgendwelche Waffen oder so zu bauen, die man halt eben nicht umgehen kann. Zum Beispiel eben eine klassische Lavafalle, die halt eben ohne diese Druckplatten, ohne den Stolperdraht, sondern eben einfach mit diesem Skalk-Sensor, wenn man da lang geht in so einen Gang, der wird dann aktiviert und dann fällt man eben herunter. So, dann gehen wir mal hier rüber. Und zwar nehme ich mir mal etwas Glas. Und zwar weißes Glas, weil es dieselbe Farbe hat. Hier haben wir die gesamte Reichweite von so einem Skalk-Sensor. Ihr seht da in der Mitte ist ein Skalk-Sensor und der hat oben und unten so zwei Lampen. Wenn wir jetzt hier einen Block kaputt machen, seht ihr schon, das kann der hören. Ja, wir können auch einen Block hinsetzen. Machen wir mal. Dann erkennt er das auch. Also alles, was ihr in diesem Bereich macht, kann erkannt werden. Wenn ich hier außen einen Block hinsetze, das wird nicht erkannt. Aber wenn ich jetzt diesen Block hier kaputt mache, dann wird das sehr wohl erkannt. Und das hier sind maximal 8 Blöcke am Radius. Also das hier ist wirklich der achte Block. Ja, es ist ein bisschen doof, dass es dieser einzelne Block ist, statt dass man das irgendwie so macht oder so. Aber gut, jetzt haben wir es einfach so. Da steht auch wirklich so eins raus. Und das ist der gesamte Bereich, in dem was abgehört werden kann, ist natürlich eigentlich eine ganze Menge. Also man kann schon sehr früh voraussehen, wenn irgendwie ein Spieler hier angerannt kommt, dann kann man sehr schnell erkennen, dass da ein Spieler ist und dementsprechend eine Falle aufbauen. Nachdem wir jetzt den Erkennungsbereich erklärt haben, kommen wir jetzt zu etwas anderem. Und zwar zeige ich es euch mal. Hier seht ihr ja, das wird so gestreift. Wenn ich jetzt hier rauf gehe, dann wird es erkannt. Wenn ich nochmal zurückgehe und ich springe hier mal, da wird es nicht erkannt. Das sind genau hier diese 8 Blöcke, die dort maximal erkannt werden können. Und jetzt gibt es dementsprechend auch eine andere Stärke vom Signal. Also hier haben wir die Stärke 0. Wenn wir hier hingehen und einmal springen, oder so. Moment, ich springe nochmal. Dann gibt es die Stärke 1. Wenn wir jetzt näher rangehen und dann nochmal springen,
Dann gibt es die Stärke 2. Und jetzt gehen wir hier hin. Und wir springen nochmal. Dann gibt es die Stärke 4. Und jetzt ist es so, das hat sich beim ersten Mal nur um 1 erhöht. Jetzt erhöht es sich aber immer um 2. Ihr seht, jetzt sind es 6 geworden. Jetzt werden es 8. Ja, es sind immer noch 8. Spring mal. Ich bin zu dicht dran. So. Also 10. Und jetzt sollten es 12 sein. Und jetzt sind es 14. Und ihr seht da oben, die oberste Lampe, die 15., die gibt's nicht. Ja? Also der gibt wirklich nur eine Maximalstärke von 14 aus. Ich kann mich hier auch draufstellen, ein bisschen rumspringen. Und ihr seht da oben, die Lampe bleibt immer noch dunkel. Das, ja, wollte ich euch nur mal so sagen. Also, je näher man kommt, desto mehr erhöht sich die Stärke. Und es verändert sich nach dem ersten Block immer um 2 Stufen. Wenn ihr direkt davor steht, dann ist es eben auf der 14. Stufe. Das war's zur gewöhnlichen Signalstärke. Und jetzt kommen wir zur Signalfrequenz. Ja, so in etwa steht das auch auf dem Wiki. Und die Frequenz kann jetzt viele verschiedene Sachen erkennen. Erstmal, wie misst man die Frequenz? Ganz einfach, ihr packt da einen Vergleicher dahinter und der gibt dann eben dementsprechend Signal aus, je nachdem, welches von diesen Sachen hier ausgelöst wurde. Ihr seht hier unten, das sind die Schuhe. Also das steht einfach nur dafür, dass man läuft. Das war es jetzt nicht. Also ich laufe rum und die Signalstärke ist 1. Ziemlich logisch. Dann haben wir das da drüber. Das sind Federn und Federn bekommt man, indem man etwas fliegen lässt, zum Beispiel hier einen kleinen Papagei. Wenn der mir hinterher fliegt, dann seht ihr, die zweite Stufe wird aktiviert und die zwei Lampen leuchten. So, dann kommen wir wieder runter. Komm runter. Mal so weit weg, dass er sich zu mir teleportiert und dann bleibt er jetzt mal hier sitzen. So, dann haben wir die nächste Stufe und zwar ist das Schwimmen. Also wenn wir hier mal reingehen und uns einmal fallen lassen, das war ein anderes Schwimmen, aber es sollte jetzt gleich kommen. Ah ne, das, okay, es klappt nicht wirklich. Jetzt ihr seht da die dritte Stufe, also wenn ihr wirklich so schwimmt, also umher schwimmt, dann kommt die dritte Stufe raus. Und dann gehen wir erstmal wieder weiter. Ja, das war eins, das da oben, das ist, wenn man an der Oberfläche schwimmt. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. So, also das war die dritte Stufe, jetzt haben wir die vierte Stufe, und zwar mit der Elytra. Und zwar, wenn man damit fliegt, und ich fliege jetzt da mal drauf zu und klatsch mal dagegen, dann seht ihr, das ist die nächste Stufe mit der Elytra und die packen wir auch einfach wieder hier rein. Dann haben wir die nächste Stufe und ihr seht jetzt, da sind Eisenschuhe. Das heißt einfach nur, dass ihr doll auf den Boden aufklatscht, also da. Wenn ihr von einer großen Höhe runterfällt, dann wird das aktiviert. Das nächste, das haben wir eben schon gesehen, wenn man auf der Oberfläche schwimmt, habt ihr es eben schon gesehen, also wenn es diese Wasserpartikel gibt, dann wird das aktiviert. Und dasselbe wird übrigens auch aktiviert, wenn ein Hund hier übers Wasser läuft und sich danach schüttelt. Ist nicht übers Wasser gelaufen. Komm her. Jetzt. Und er schüttelt sich nicht. Sehr schön. Er war zu weit weg. Ich glaube aber, ihr wisst, was ich meine. Also versuchen wir es nochmal. Und jetzt. Schüttel dich. Komm schon, schüttel dich.
Okay, er will nicht. Gut, dann setzen wir dich wieder hin. Also, das ist auf jeden Fall, wenn man an der Oberfläche schwimmt oder ein Hund sich eben schüttelt. Das nächste, es funktioniert nicht ganz. Ihr seht, da ist auch schon das Rote. Und zwar funktioniert das mit dem Essen nicht. Ich zeige es euch einfach. Wir haben einmal den Bogen. Dann nehmen wir uns den Bogen und auch mal das Fleisch. Und zwar beim Bogen ist es so, wir spannen den mal und dann schießen wir einfach. Und dann wird der Beginn vom Schießen, also sobald man den Pfeil abschießt, gibt es ein Signal. Und eigentlich sollte es auch ein Signal geben, wenn man beginnt zu essen. Aber ihr seht, da passiert gar nichts. Also es funktioniert schon mal noch nicht ganz richtig. Ja, jedenfalls war es das damit. Jetzt haben wir das nächste. Und zwar, ihr seht, das sind genau dieselben Symbole. Und zwar habe ich hier ja gesagt, wenn man anfängt zu essen, dazu gibt es natürlich ein Gegenteil, und zwar wenn man aufhört zu essen, aber das funktioniert natürlich auch nicht. Und da haben wir nochmal den Bogen, und zwar nicht, wenn man beginnt zu schießen, sondern wenn der Pfeil auch landet. Und manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich weiß nicht ganz genau, warum manchmal nicht. Jedenfalls funktioniert es auch noch nicht ganz richtig. Ist halt noch irgendwie in der Beta-Version und da muss noch einiges gemacht werden. So, die nächste Stufe, das ist einmal Schaden hinzufügen und einem hier. Ich habe den Namen vergessen. Schauen wir mal nach, wie er heißt. Ich habe es natürlich nicht reingepackt. Super. Sorry, Leute. Da, Rüstungsständer, genau das war's. Ein Rüstungsständer, wenn wir den mal nehmen und dem Sachen hinzufügen. Und ihr seht, es funktioniert immer noch nicht. Also da sollten dann eigentlich auch Geräusche rauskommen, wenn man einem Rüstungsständer irgendwelche Sachen anlegt. Aber es funktioniert noch nicht. Und die andere Sache war, wenn man einem Mob Schaden hinzufügt. Und zwar wird jetzt hier nur der Schritt erkannt und eben nicht der Schaden. Also es funktioniert auch noch nicht, was doof ist, aber naja gut. Und ihr seht, je mehr wir nach oben gehen, desto mehr Sachen funktionieren halt einfach überhaupt nicht. Jetzt haben wir hier noch so eine Reihe von Sachen, die, ich würde sagen, Redstone-mäßig, ja, alle irgendwas gemeinsam haben. Wir haben Türen, wir haben Hebel, wir haben Knöpfe, wir haben Stolperdraht, wir haben ein Spender und wir haben eine Kiste. Das hatten wir jetzt schon öfter. Ich habe die jetzt schon mehrmals geöffnet. Eigentlich sollte ganz oben was angehen, aber das tut es nicht. Deshalb funktioniert das auch schon mal nicht. Also wir holen uns noch die paar anderen Sachen, die es dort gibt. Und auf jeden Fall noch einen Baublock. Also haben hier die Tür. Und wenn wir die jetzt öffnen, sollte eigentlich eine Lampe angehen. Tut sie aber nicht. Also das funktioniert auf jeden Fall nicht. Dann haben wir einen Schalter. Ihr seht, der reagiert nicht darauf. Dann eben ein Eichenschalter oder Knopf generell. Funktioniert auch nicht. Dann haben wir hier Stolperdrahthaken. Das machen wir hier mal so. Und so, das war jetzt hier Blöcke bauen und so. Aber wenn wir drauf gehen, und ich sollte vielleicht schleichen dafür, passiert auch nichts. Und wenn wir es abbauen, dann wird das andere da oben, also beim Blöcke abbauen, nur getriggert. Also das funktioniert alles nicht. Und dann haben wir noch eins, und zwar wenn der Auswurfblock nicht auswerfen kann. Wir drücken also drauf, und da kommt ja immer dieses Klicken. Ja, der würde gern was auswerfen, kann er aber nicht. Und das müsste auch eigentlich als Signal zählen, funktioniert aber auch nicht. Ja, dann haben wir das nächste und das ist genau das Gegenteil. Also hier sind die Sachen werden aktiviert und hier sind die Sachen deaktiviert und beim Spender ist es eben, wenn er was erfolgreich auswirft. Und bei den meisten Sachen habt ihr ja schon gesehen, das funktioniert nicht. Die Tür, ich habe sie auf und zu gemacht. Schalter habe ich auf und zu gemacht. Knopf habe ich auf und zu gemacht. Ich bin auf den Stolperdraht drauf getreten und es hat trotzdem nicht funktioniert. Die Kiste habe ich auch auf und zu gemacht und
Das hier probieren wir nochmal. Und zwar diesmal kann er erfolgreich etwas auswerfen. Dazu legen wir einfach hier einen glatten Quarzblock raus. Und ich gehe mal am besten ein bisschen weiter weg, damit ich das nicht gleich einsammle. Und ihr seht, da wird auch nichts erkannt. Also das funktioniert leider auch nicht. Dann packen wir die Sachen wieder weg. Und zwar genau so. Und dann haben wir die nächsten paar Sachen. Und zwar haben wir jetzt einen Block bauen, einmal Wasser platzieren oder Lava, irgendwas. Und einmal ein Feuer anzünden. Und wir nehmen uns die ganzen Sachen hier mal, die drei. Jetzt nehmen wir uns einen Block. Das funktioniert tatsächlich. Also das ist einmal frei. Block platziert, die Lampe leuchtet. Und wenn wir jetzt Wasser platzieren würden, also ich mache hier mal einen kleinen Kasten, damit das nicht ausläuft, machen wir Wasser rein. Funktioniert nicht, passiert gar nichts. Das reagiert nicht drauf. Dann haben wir nochmal Feuer. Das machen wir hier. Ja, passiert überhaupt nichts. Also die Sachen, bis auf das Blöcke platzieren, funktionieren leider nicht. Was recht doof ist. So, fürs nächste hole ich schon mal raus. Und zwar fürs nächste ist wieder genau das Gegenteil. Und zwar diesmal ein Block wird abgebaut oder eine Flüssigkeit wird aufgesammelt. Also wir haben hier den Block, der gebaut wird. Wir machen es erstmal so. Und wenn wir jetzt das einsammeln würden, dann würde da ein Signal rauskommen, kommt aber nicht. Und wenn wir jetzt einen Block abbauen, dann kommt ein Signal und zwar eins höher als das davor. Und das bedeutet halt eben, dass der Block abgebaut wurde. So kann man differenzieren zwischen ein Block wird gebaut und ein Block wird abgebaut. Aber die anderen Sachen funktionieren leider noch nicht. So, dann packen wir das wieder rein. Und dann gehen wir zu den letzten beiden Sachen. Und zwar haben wir hier einmal die Angel und einen Kolben. Und zwar ist das jetzt hier so, wir schnappen uns die Sachen wieder und so. Bei der Angel ist, wenn es ausgeworfen wird, also ich stelle mich hier mal ganz daneben und werfe einfach die Angel aus. Und das wurde jetzt natürlich nicht genau gezeigt. Also ich werfe, aber das ist mehr so ein Bogen. Das wird als Bogen erkannt und eben nicht als Angel. Also eigentlich sollte das ziemlich weit oben leuchten, tut es aber nicht. Und eine weitere Sache ist, dass wenn man es einsammelt, dass dann ein sogar stärkeres Signal reinkommt. Aber das funktioniert auch nicht. Also, die Sachen funktionieren nicht. Jetzt haben wir noch den Kolben. Und zwar, warten wir kurz. Ja, da sollte eigentlich auch ein Signal rauskommen. Aber es funktioniert auch nicht. Es funktioniert noch eine Menge Sachen nicht. Und später zeige ich euch noch etwas, was mich auch total nervt. Aber dazu erstmal gleich. Jetzt haben wir noch Explosion. Und es ist ein Dreizack mit diesem Blitzverzauberung drauf. Also einfach ein Blitz. Dazu habe ich hier hinten einen Command-Block aufgebaut. Also wir haben hier das da. Dann holen wir uns das TNT raus. Und jetzt sollte die Explosion kommen und die sollte echt laut sein. Ihr seht aber, der kann das noch erkennen, das ist der achte Block. Wenn ich hier das Obsidian wegmache, dann würde auch der Skulk-Sensor explodieren. Also irgendwie muss man es ja machen. Wir zünden es an. Und der Hund wurde geschädigt. Aber ihr seht, die Explosion hat keinerlei Geräusche gemacht. Das ist sehr logisch, würde ich sagen. Ich meine, das Ding kann bemerken, wie wir hier rumlaufen, was eine sehr geräuscharme Bewegung ist. Und jetzt haben wir hier diese Riesenexplosion einfach, die absolut leise ist.
Also das ist schon sehr merkwürdig. Danach haben wir noch den Blitz. Und da habe ich hier den Command-Block. Perfekt. Das funktioniert nicht. Ah, lol. Okay, das funktioniert. Es hat nur kurz gelaggt. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt meine Stimmen gehört habt, aber es hat halt kurz gelaggt. Und das ist auch wieder absolut leise. Es macht halt einfach keinen Sinn. Aber gut, das können wir jetzt nicht ändern. Zumindest jetzt noch nicht. Und das war's auch mit dem Teil. Das war eigentlich so ziemlich mit allem. Ich will euch noch eine Sache zeigen. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich die Funktion, dass mit Wolle Sachen abgeschirmt werden können. Und jetzt stelle ich mich mal hier hinter. Oh, und der Skalk-Sensor hat es trotzdem gehört. Das funktioniert einfach noch nicht. Die wichtigste Mechanik, dass man das Ding von Geräuschen abfangen kann, also davor schützen kann, funktioniert halt einfach noch nicht. Es kann mich durch die Wolle durchhören. Ja, gut. Ist ziemlich enttäuschend, was bisher hinzugefügt wurde, muss ich sagen. Aber insgesamt finde ich, das wird ein super Block. Sobald er fertig ist, sobald alles funktioniert, wird das wirklich ein grandioser Block, der ich würde sogar sagen, der die Fallen revolutionieren kann, weil egal was ihr macht, ihr werdet das irgendwie auslösen. Und ja, man könnte sogar Fallen bauen, wo ihr noch nicht mal irgendwas machen könnt, wisst ihr? Jedenfalls war es das jetzt. Ja, es war es mit der Folge. Es war mit diesem Video hier, mit dem Skalk-Sensor. Ich werde damit jetzt einiges rumexperimentieren, auch ein paar Fallen bauen, was ich bisher nicht so viel gemacht habe. Also das könnte auf jeden Fall spannend werden, aber dann erst in der nächsten Woche. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!